Europa steht heute am Ende einer Phase, wo es darum geht, den Ländern, den Bürgern und unseren Unternehmen Gelder und Kapazitäten zur Verfügung zu stellen für den Wiederaufbau. Wir haben immer wieder gesagt, dass es einen europäischen Wiederaufbau für alle geben soll. Und in diesen Monaten haben wir auch darauf hingearbeitet. Und heute wird mit einem europäischen Gesetz ein Endpunkt gesetzt. Und jetzt ist es an den nationalen Parlamenten, schnell diese Eigenmittelbeschlüsse auch zu ratifizieren, damit dann Bonds begeben werden können auf den Finanzmärkten, um Gelder zu bekommen, die notwendig sind für den Wiederaufbau unserer Länder und für die Stärkung der EU. Dies ist wirklich ein historischer Moment. Wir bekämpfen diese Pandemie und eine schwere Gesundheitskrise mit Impfstoffen. Die Impfstoffe sind unsere Verbündeten und unsere Hoffnung, aber wir sollten die zweite große Krise auch nicht vergessen, nämlich die Wirtschaftskrise. Und dort ist unser Verbündeter und unsere Hoffnung das Aufbaupaket Next Generation EU. 750 Milliarden, damit unsere Bürger ihre Jobs behalten können, damit die Unternehmen weiterhin tätig sein können und die Kommunen ihr soziales Gefüge erhalten können. Next Generation EU ist unser Verbündeter in diesem Kampf und unsere Hoffnung. Dieses Paket bietet den Mitgliedstaaten auch die einzigartige Möglichkeit, an unseren Prioritäten zusammenzuarbeiten, nämlich dem Green Deal, der Digitalisierung und der Resilienz. Bei diesem Aufbaupaket geht es um mehr als nur um Geld. Es ist ein starkes Signal der Solidarität und des Vertrauens in der Europäischen Union. Denn was für das Virus gilt, gilt auch für die Wirtschaft. Kein Mitgliedstaat alleine wäre in der Lage gewesen, diese Wirtschaftskrise zu bewältigen, weil unser Binnenmarkt so tief verflochten ist, dass wir nur gemeinsam handeln können. Und die Integration des Binnenmarktes ist ja die Grundlage unseres Wohlstandes. Gemeinsames Handeln, damit die Kommission Gelder auf dem Kapitalmarkt aufnehmen kann und diese dann in Europa investieren kann, das ist ein Akt gemeinsamer Klugheit und gemeinsamen Vertrauens in die Europäische Union. Und wir müssen diesem Vertrauen gerecht werden und wir alle fordern die Mitgliedstaaten auf, die Eigenmittelbeschlüsse so schnell wie möglich zu ratifizieren. Und parallel dazu arbeiten wir natürlich intensiv daran, die nationalen Aufbaupläne zu bekommen. Und jetzt ist es Zeit zu liefern.